Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel au ja. Der Podcast für ein Ja zu dir und ein Ja zum Leben. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Mein Name ist Stefanie und in dieser Podcast-Folge darf ich dir zum zweiten Mal ein ganz berührendes Interview vorstellen mit Daniel Herold. Der war hier schon mal im Podcast zu Gast und hat damals erzählt, wie er in eine Krise geschlittert ist und danach sein Leben passend für sich gemacht hat. Ja, wie er gelernt hat, Ja zu sich und seinen Bedürfnissen zu sagen und daraufhin sein Leben verändert hat. Und in dieser Folge geht er darauf ein, was ihm konkret bei seiner depressiven Erkrankung, bei dem Burnout und auch bei Ängsten geholfen hat und was er aufgrund seiner Erfahrung jetzt anderen Menschen raten kann, diese Erkrankung auch ohne Medikamente durchzustehen oder zumindest ohne diese Psychopharmaka oder Antidepressiva. Und da diese Erkrankung häufiger bei hochsensiblen, feinsinnigen Menschen auftreten, freue ich mich besonders, dass Daniel da auch so offen drüber redet. Und ich bin ihm sehr dankbar, denn wir können alle voneinander so viel lernen, wenn wir offen mit unseren Geschichten nach außen gehen. Und Daniel ist da ganz mutig und ein tolles Beispiel und bereichert uns heute in dieser Folge mit seinen Erfahrungen. Er hat viele Hilfsmittel und Methoden kennengelernt und berichtet davon, wie er diese Zeit empfunden hat, was er erlebt hat und was er daraus gelernt hat und welche Übungen ihm auch zum Beispiel geholfen haben. Ich lade dich jetzt ganz herzlich ein, dich von Daniels Offenheit inspirieren zu lassen. Hallo, ich begrüße heute im Interview zum zweiten Mal Daniel Herold. Hallo Daniel. Hallo Stefanie, schön, dass ich nochmal da sein darf. Ja, total gerne. Vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit nimmst, weil in unserem ersten Interview, was ich ja auch schon super interessant fand, wo du von deiner Krise gesprochen hast und wie auch die Musik dir geholfen hat, hast du nebenbei quasi gesagt, ja, vielleicht hätte ich das auch geschafft, ohne Medikamente aus dieser starken Krise rauszukommen, wenn ich früher schon gewusst hätte, was alles möglich ist. Und da würde ich gerne heute nochmal mit dir einsteigen, weil das ja ein super spannendes Thema ist. Viele Menschen in so einer Krise stecken, Depressionen, Burnout. Und was gibt es für Möglichkeiten, die auch ohne Medikamente zu durchschreiten? Ja, also es gibt ja mittlerweile jetzt zig Möglichkeiten. Also jetzt im Nachhinein ist man halt immer schlauer, wie du schon gesagt hast. Ja. Ja. Und es ist halt wirklich so, dass wenn man vorher wüsste, wenn einem das beigebracht werden würde in der Schule oder so, was es alles gibt, zum Beispiel schon alleine Meditation. Ne? Ja. Die verschiedenen Meditationen oder so, das würde viele Sachen verhindern und viel mehr Stress vermindern und man würde eher bei sich selber ankommen. Dann würde wahrscheinlich auch nicht, wird man nicht in die Situation kommen, dass erstmal, ja, dass es zu viel ist, dass der Körper irgendwann sagt, nein. Und ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie es bei mir war, was ich dann gemacht habe oder wie ich wahrscheinlich rausgekommen wäre, ne, ohne Medikamente. Naja, bei mir war es halt so, ich habe die Medikamente gehabt, weil ich halt richtig, bei mir war es komplett im Eimer alles. Also ich war total fertig. Ich musste ein Vierteljahr auf einen Facharzttermin warten und in der Zeit musste ich mir irgendwie selber helfen. Dann habe ich da erstmal halt mit, ja, so frei verkäuflichen, pflanzlichen Lavendel, so Lassea heißen die, glaube ich, Lavendel-Tabletten, habe ich so das erstmal alles eingedämmt, dann ging es mir relativ gut wieder. Wahrscheinlich hätte ich es auch mit diesen Dingern, alleine mit diesen natürlichen Dingern, hätte ich es geschafft, einfach, ja, das alles zu bewältigen, mit den Techniken, die ich dann noch gelernt habe.
Aber nee, ich habe halt, bin auf Nummer sicher gegangen, hatte Angst noch in der Zeit, zu der Zeit, dass das jetzt wiederkommt, und habe mir dann halt von, wo ich dann den Facharzttermin hatte, habe ich mir halt das verschreiben lassen und so Antidepressiva. Und das Problem ist, also bei mir war es halt so krass, dass ich halt die ganze Zeit, ich bestimmt, also ich habe nicht mitgezählt, aber es kam mir echt so vor, alle Viertelstunde so eine Panikattacke hatte. Furchtbar. Damals. Ja. Und ja, dann habe ich halt das Zeug genommen, einfach dann noch, ja, weil ich gemerkt habe, es ist halt nur so, durch dieses Pflanzliche war ich nur so, ja, in einem mittleren Zustand, so nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich hatte immer so innerlich so eine Angst, gleich geht's wieder los, aber es ist nie dazu gekommen. Irgendwie hat es das schon zurückgehalten. Und dann habe ich halt noch das andere Zeug reingehauen und dann ging es mir erstmal wieder richtig gut. Mhm. Ich habe mich aber auch richtig komisch gefühlt, also wie so auf Drogen auf jeden Fall. Ja. Und dann auch verändert. Also man hat richtig gemerkt, in manchen Situationen habe ich mich selber über mich, habe ich mich über mich selbst gewundert, wie ich reagiere. Also, naja, ich zum Beispiel irgendwelche Situationen, wo ich normalerweise so aufgeweckt bin und so. Und da war ich halt dann so richtig ruhig und habe dann nur so, und so kurze Antworten gegeben. Und im Nachhinein habe ich gedacht, was war denn jetzt mit dir los? Warum hast du jetzt so reagiert? So habe ich in mir selber gedacht. Ne? Ich habe mich dann von außen wahrscheinlich schon beobachtet. Ja. Nochmal. Und genau. Und dann war es natürlich so, dann gingen die ganzen Sachen los, die ganze Arbeit mit den Psychologen und so. Und da weiß ich noch ganz genau, dass die ersten Schritte einfach die ganzen Gespräche waren. Mhm. Also viel gesprochen, viel ja, analysiert auch, was war in der Vergangenheit. Und dann war ich ja auch in dieser Art Schule, also so Berufsschule für Leute, die erkrankt sind, aus dem Berufsleben raus und da wieder aufgepäppelt werden. Ja, die haben halt dort die ganze Zeit rund um die Uhr, wenn ich dann dort war. Es war halt, wie wenn man in die Schule geht, einfach von früh bis Nachmittag, haben die ganze Zeit auf einen geschaut und geguckt, wie verhält man sich und so. Und dann haben sie einem das als Feedback gegeben in den Gesprächen. Und das war für mich richtig, also es war so ein Augenöffner auf jeden Fall. Ich habe das alles dankend angenommen und sofort umgesetzt. Nicht immer sofort, aber weil es war dann auch ganz viel, was sie mir zurückgemeldet haben und halt alles Sachen, die mich zurückhalten, ne? Was ich falsch gemacht habe, warum ich überhaupt erst in diese Situation kam, dass ich immer Ja gesagt habe zu allem, immer jeden alles recht machen wollte, ne? Ja. Und dann kamen auch solche Techniken dazu, wie Meditation, wie autogenes Training, halt solche Entspannungstechniken auch, ne, die man nutzen kann. Habe ich damals noch nicht so richtig gecheckt, habe gedacht, ja cool, ist man kurz mal ein bisschen entspannt, aber wird auch nichts weiterbringen. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es gut ist. Ne? Ja. Und auch Sport, also Sport kam viel zu kurz bei mir. Ich hatte echt zugenommen auch zu der Zeit. Und ja, dann habe ich irgendwann habe ich alles umgekrempelt. Sport, Meditation, alles gemacht. Offen, vor allem offen sprechen mit dem Psychologen ist ganz wichtig. Offen sprechen, das heißt wirklich das erzählen, was in einem vorgeht, jetzt ohne Angst zu haben, dass der womöglich Kritik übt oder ich glaube, das ist ja für viele auch eine Schwierigkeit, ne? Das nicht ganz genau mit allem rauskommen, weil sie da selber sich ein Stück weit mit verurteilen. Mhm. Also das war für sehr viele eine richtig, richtig krasse Schwierigkeit. Also viele haben das nicht geschafft. Und bei mir, ich hatte ein Glück, ich habe mir nämlich gesagt, weil es mir eben davor so schlecht ging, weil ich gedacht habe, ja, jetzt ist mein Leben vorbei. Ne? Ja. Und dann kam ich doch wieder raus, habe ich mir gesagt, so, das ist jetzt eine zweite Chance. Ich mache jetzt alles, egal was die sagen, ich mache alles, was die sagen und nehme einfach alles an und wehre mich gegen nichts. Und das habe ich dann gemacht. Und das war dann halt so, ich habe alles danken aufgenommen und die haben mich dann immer, wenn ich gesagt habe, vielen Dank, so, ne? Da haben sie mich komisch angeguckt und irgendwann haben sie zu mir gesagt, ey, ich check das nicht, du sagst immer zu uns Danke, das haben wir noch nie von jemandem gehört. Die meisten sagen, ja, die sind doch verrückt, was willst du jetzt von mir und so. Ne? Und ich habe halt immer so Danke gesagt. Ne? Und dann habe ich denen das auch irgendwann mal erzählt und die fanden das halt einfach richtig cool, meine Einstellung da gegenüber. Ne? Ja. Dann habe ich einfach alles angenommen, umgesetzt. Und das war mein Glück. Ne? Und ich habe es bei vielen anderen gesehen, die sind wirklich rausgekommen beim Psychologengespräch, haben gesagt,
ja, der spinnt doch, was will der von mir? Und die sind wahrscheinlich heute noch nicht irgendeinen Schritt weiter. Also ja, ist ganz, oder sind da immer noch nicht raus aus dem ganzen Teufelskreis. Ne? Ja. Aber das ist toll. Das heißt, du hast dich da ja auch wirklich richtig gut aufgehoben gefühlt und hast dich drauf eingelassen. Du hast es ja auch erzählt im letzten Interview, dass du bei deinem Facharztgespräch zum ersten Mal das Gefühl hattest, die Ärztin versteht dich, ja, und die sagt jetzt nicht, du musst, sondern guckst jetzt erstmal nach dir und wie du wieder gesund wirst und du musst jetzt erstmal gar nichts im Außen, ne? Das heißt, du hast gleich eine gute Erfahrung gemacht. Was mir jetzt eben gerade noch einfiel, du hast jetzt zweimal auch das der Meditation erwähnt. Weißt du, was das für eine Meditationstechnik war, die dir da entsprochen hat und geholfen hat? Oh, das weiß ich nicht mehr. Wir haben irgendwie verschiedene Sachen. Ich glaube, einfach so eine ganz normale Grundmeditation, einfach nur, damit man das erstmal kennenlernt. Ja, also keine geführte, sondern auf den Atem zu achten und. Genau, auf den Atem achten, auf den Körper achten, auf den Atem achten, gucken, was halt gerade los ist, ob man irgendwo gestresst ist. Ne? Ja. Dass man in verschiedenen Stellen angespannt ist und dann auch so Fantasiereise oder sowas oder ja, einfach so auf dem Atem achten. Halt auch geführte Meditationen haben die gemacht. Teilweise nicht oft, aber haben sie gemacht. Genau. Alles Mögliche, okay. Und weißt du auch noch, was sie dir gesagt haben? Weil du hast gesagt, du hast da so viel Rückmeldung gekriegt, wie du dich verhältst und was du besser machen kannst. Weißt du da noch eine Sache? Ja, eine Sache weiß ich ganz gut. Die haben immer gesagt, dass ich mich halt nicht verhalte, wie es mein Alter entsprechend ist, weißt du? Ich habe halt immer so die Rückmeldung, ganz oft die Rückmeldung bekommen, ich gebe immer Verantwortung ab. Ich will keine Verantwortung nehmen. Und noch die Rückmeldung gegeben, dass ich mich halt, ja, wie so ein Teenager halt verhalte oft. Ne? Mhm. Und da auch irgendwie nicht über viele Sachen, über Konsequenzen nicht nachdenke. Dass ich halt zum Beispiel, keine Ahnung, gerade das mache, worauf ich Lust habe. Und wenn ich mal auf irgendwas keine Lust habe, dann mache ich es nicht. Ne? Ja. Also das war ganz, ganz schlimm. Wirklich ganz schlimm. Ja, ich habe halt auch immer nichts wirklich ernst genommen, egal was war. Mhm. Ich habe, wenn die, also so Sachen, wo ich gedacht habe, die sind nicht wichtig, die waren dann für mich auch nicht wichtig. Wenn es hieß, pünktlich 7:30 früh da sein, war ich halt erst 7:45 da. Und das ist dann manchmal 3 von 5 Tagen die Woche. Ja. Ja. Und es ja, war dann irgendwann, war so eine Grenze da und dann haben die auch Konsequenzen halt gezogen und so. Und damit ich halt wirklich lerne, auch die Grenzen einzuhalten, was ich wahrscheinlich nie gelernt habe. Ah, okay. Und das heißt, du hast dann mit deren Hilfe auch angefangen, Verantwortung zu übernehmen für dich und für dein Leben. So. Genau, vor allem für meine Gesundheit. Das erstmal. Und für meine Gesundheit und für meinen. Ja, nee, eigentlich wirklich nur für meine Gesundheit, weil dazu gehört ja auch, ja, was ich für einen Job mache. Ne? Und das war halt für mich immer wichtig. Das war nämlich das, was mir die meiste Kraft geraubt hat, irgendwas zu machen, worauf ich keine Lust habe. Ja. Ja, natürlich. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Das würde ich nie wieder machen. Da lieber würde ich mit einem Rucksack um die Welt ziehen, mit 0 Euro in der Tasche und mich irgendwie mit der Gitarre auf die Straße setzen, anstatt irgendwo nochmal zu arbeiten. Mit irgendwas zu machen, ne? was ich nicht will, ist ganz schlimm. Ja, verstehe ich. Das raubt ja auch unheimlich Energie, weil du die ganze Zeit im Widerstand bist gegen das, was du da gerade machst. Eine Frage finde ich auch noch ganz spannend, weil du hast ja jetzt geschildert, dass du dann akut, glaube ich, knapp 3 Monate sogar richtig dachtest, dass dein Leben endet. Dass es so schlimm war, diese Depression oder auch diese Panik, die du erlebt hast. Und gab es vorher vielleicht schon Warnsignale, die du hättest beachten können, damit es gar nicht so weit kommt? Ja, auf jeden Fall gab es da Signale. Also es war ja wirklich so, ich ganz viele vor allem. Es war so, ich auf meiner letzten Arbeit, wo ich war, immer wieder hat mir mein Körper gesagt, ja komm, du musst hier weg. Aber ich habe halt einfach nur gedacht, ja, vielleicht irgendwann entscheidet schon jemand für mich.
Ja, mal gucken, einfach mal abwarten. Es wird schon von alleine sich klären. Und das war wieder die Sache mit der Verantwortung. Ja. Aber das war halt immer so, um es konkret zu sagen, ich war halt auf Arbeit und in meinem Kopf immer die ganze Zeit Gedanken kreisen. Ne? Ja. Immer so, ja, wenn ich das hier weitermache und das jeden Tag, ne, jeden Tag so gedacht in mir, ich habe die Arbeit so gemacht, wenn ich das hier weitermache, dann wäre ich irgendwann krank und wenn ich das hier weitermache, dann ja, kann ich was aus meinem Leben werden. Und dann habe ich halt die ganze Zeit überlegt, ja, was kannst du denn machen? Und ich habe einfach keinen Ausweg gewusst. Ich dachte einfach, wird schon irgendwie. Ne, ich werde es einfach machen. Und habe dann halt einfach gedacht, scheißegal, weißt du? So, weil ich wusste ja nicht, dass es meinen Körper angreift. Auf eine andere Art und Weise. Ich kannte ja bis dorthin nicht, dass es sowas gibt, ne, wie Stress oder. Also ich wusste, dass es Stress gibt, aber ich wusste nicht, dass der so eine Auswirkung haben kann. Du hast gesagt, dein Körper hat dir das aber vorher schon gesagt. Was waren denn so die Körpersignale, die du auch schon vorher wahrgenommen hast? Also auf jeden Fall so, ja, Stress. Also immer so den Druck. Ich habe immer gemerkt, so Bauchschmerzen. Ne? Okay. Ganz, ganz, ganz schlimm. Also im Bauchbereich ging es die ganze Zeit los. So, hat sich angefühlt, wie wenn sich die ganzen Bauchmuskeln so sehr zusammenziehen, dass ich irgendwie so wie Magenkrämpfe, aber es waren keine Magenkrämpfe. Und irgendwann, ich hatte immer Probleme mit dem Magen, die ganze Zeit irgendwie. Und dann auch mit dem Rücken und also so körperlich kam ganz viel. Mhm. Und dann aber auch Erschöpfung, also ultimative Erschöpfung, wirklich. Ich war manchmal, ich habe gearbeitet 3-4 Wochen. Am Wochenende war ich die ganze Zeit platt, ich lag nur noch rum. Und dann irgendwann nach 3-4 Wochen, ich musste 1 oder 2 Wochen krank machen. Sonst hätte ich es nicht ausgehalten. Ja. Es war wirklich so schlimm und ich habe das nicht gecheckt. Also wirklich, das ist das Gefährliche daran, ne? Ja, du hast lange auf eine Veränderung von außen gehofft. Vielleicht auch aus Angst vor den Konsequenzen oder kein Geld mehr zu haben, keinen Job mehr zu haben, nicht zu wissen, wie das Leben dann aussehen kann und wie das Umfeld reagiert, bis es wirklich nicht mehr ging. Bis du aufgrund dieser Depression handeln musstest, weil du dachtest, du wirst das nicht überleben. Das war ein Weckruf und du hast ihn aber auch tatsächlich genutzt und hast dich wecken lassen. Das finde ich ganz schön. Ne? Ja. Dass du dadurch dann die Verantwortung für dich übernommen hast. Also hast du ja ganz viel daraus gelernt. Und jetzt die letzte Frage, du hattest auch manchmal von Übungen gesprochen. Ja. Was gab es denn für Übungen, die dir geholfen haben? Also du meinst Übungen, die ich dann danach gemacht habe oder in oder der Zeit? Währenddessen auch, vielleicht in der Zeit auch in dieser Schule, die du besucht hast. Also was mir sehr oft geholfen hat, diese Sache, dass man in sich selbst, dass man sich versucht selber zu kontrollieren. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie solche negativen Gedanken kommen, dass man sich wirklich darauf programmiert, dann mit irgendeiner Technik wieder rauszubringen. Ja, wenn gerade so eine Panik kommt oder so, dass man halt irgendwie sagt, ja, mir geht's gut oder so. Oder dass man zum Beispiel, wenn man wieder in so Depression kommt, dass man einfach mal hochspringt, in die Hände klatscht und sagt, jetzt ist Schluss und ich gehe jetzt raus. Ja, also so einfach so ein Cut machen. So, das ist ganz schwer. Also ich muss wirklich sagen, am Anfang habe ich, da saß ich manchmal 2 Stunden rum, habe übelst rumgetrauert, wie scheiße alles ist. Und bis ich dann irgendwann mal gecheckt habe, ey, was machst du hier eigentlich? Und irgendwann wurde das so krass, dass ich es dann ja nach 5 Minuten konnte, 5 Minuten schon gecheckt habe oder nach 2 Minuten oder gleich gleich bei den ersten paar Gedanken. Und das ist wirklich Training. Ne? Und da habe ich am Anfang auch gedacht, oh, irgendwie diese Techniken, die Psychologen immer vorschlagen, die helfen gar nicht. Aber ich habe es dann trotzdem immer mal probiert und es hat schon dazu beigetragen, dass es dann ja ein bisschen besser ging. Und ja, irgendwann hatte ich das dann drin. Ne? Das war eigentlich so eine Technik. Ich weiß noch, im Fitnessstudio war ich mal trainieren. Da hatte ich gerade auch wieder so wegen irgendwas, hat mein Körper so mit Angst irgendwie reagiert, also so Panik. Mhm. Und dann habe ich einfach immer wieder in mir gesagt, ich bin gesund, ich bin stark, ne, irgend sowas. Und dann, keine Ahnung, ging es mir wieder gut. Also da kam ich irgendwie wieder raus. Das funktioniert nicht immer.
Aber das hat mir sehr geholfen, so dieses Selbstprogrammieren. Ja. Na? Ja, gut, das ist eben auch eine Möglichkeit, einfach den Fokus wieder auf eine andere Sache zu legen, ne? Und auf das, was Genau. dann funktioniert, zum Beispiel, dass du ja noch vielleicht deine Hände und Beine bewegen kannst und gleichzeitig aber auch die Gefühle wahrzunehmen und ernst zu nehmen, diese Traurigkeit, denn ich denke, das hat ja auch einen Hintergrund. Also, ich das selber erlebt habe in so einer Burnout-Depression, wie viel ich vorher unbewusst Nein gesagt habe zu Dingen in meinem Leben, ohne dass mir das wirklich klar war, dass ich vieles gemacht habe, weil ich dachte, das muss man machen, oder dazu habe ich mich jetzt ja entschieden und es ist jetzt so und das sind jetzt Ja. hier die Konsequenzen, ich muss das jetzt durchziehen und innerlich aber da nicht zugestimmt habe. Innerlich hat immer alles gesagt, nee, mach das nicht, das ist nicht deins, das gehört nicht zu dir. Und ich habe das Richtig. nicht gewusst und nicht mir bewusst gemacht. Da musste ich eben erst krank werden, um dann zu realisieren, okay, wie mache ich mir denn jetzt mein Leben passend für mich? Und Ja, nicht so war es bei mir auch. So war es das, bei was mir bei auch. den anderen. Genauso. Ja. Ja. Erstmal Hast du die Krankheit so als Weckruf. Ja. wirklich als Weckruf und als Chance, wirklich dann mehr zu sich zu kommen auf verschiedenen Ebenen mit Meditation, Übung, Sport, wie du sagst, in der Ernährung. Hast du vielleicht ein Learning, eine Sache, die du da so besonders für dich rausgezogen hast aus dieser ganzen Krise, wo du sagen kannst, das möchtest du gerne den Hörern mitgeben? Ja, klar, Ein Tipp. da habe ich was ganz Wichtiges. Wenn es den einen oder anderen, der hier zuhört, auch so geht oder irgendwie unzufrieden ist im Leben, dann lass es nicht so weit kommen, dass es erst ausbricht, das Ganze, dass ihr die Erfahrung machen müsst. Lernt von denen, die Erfahrung leider machen mussten, wie ich oder du. Und macht nicht das, was andere euch sagen. Wenn die Eltern sagen, du musst jetzt, was weiß ich, Bäcker lernen oder sowas und willst es aber nicht. Und du musst in der Produktion arbeiten, nur um Geld zu haben. Macht es nicht. Also, es wird ganz oft, also ganz oft war das, was ich gehört habe, wird gesagt, ja, ich muss doch arbeiten. So. Aber das Wichtige ist eigentlich die Gesundheit. Und seitdem ich kapiert, also das ist mein wichtigstes Learning gewesen. Seitdem ich kapiert habe, dass die Gesundheit eigentlich am wichtigsten ist, weil dann gar nichts mehr funktioniert und dass ich mir nicht meine Gesundheit von einem komischen Job, der mich eh nicht erfüllt, meine Lebenszeit da verschwenden oder von irgendeinem Chef, der mich die ganze Zeit fertig macht, ja, möchte ich nicht, ne? Dafür möchte ich nicht meine Zeit, meine Gesundheit aufs Spiel setzen. Und deshalb, wenn sich was nicht gut anfühlt, beendet das und übernehmt Verantwortung. Und das ist sowieso die Sache, übernehmt Verantwortung, beendet das, was euch nicht gut tut und macht das, worauf ihr Spaß habt, weil dafür ist das Leben einfach da. Ja, und es gibt dann auch immer andere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen mit einem Beruf, einem Job oder wie du jetzt auch ganz neu dich auszurichten, was Spaß macht, was dir mehr entspricht. Das dauert vielleicht Genau. manchmal eine Zeit, es gibt Übergangszeiten. Da weiß man vielleicht immer am Anfang auch gar nicht so richtig wohin, aber da gibt es ja auch ganz viel Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten, nicht erst da hineinzuschlittern, weil es dauert zum Teil richtig lange, bis man da wieder rauskommt. Ja, ich habe, glaube ich, auch 3, 4 Jahre gebraucht, um alles richtig, richtig wieder auf die Reihe zu bekommen. Aber es hat sich gelohnt. Ja, es hat sich gelohnt. Bei mir hat es 1,5 Jahre gedauert, aber ich bin ja auch nicht so tief da reingeschlittert wie du. Aber es hat sich auch gelohnt. Ja, ich habe auch viel daraus gelernt. Oh, danke schön, Daniel. Und ich Gerne. freue mich sehr und bin ganz dankbar, dass du das hier mit uns teilst. Vielen Dank für deine Offenheit. Ja, das ist auch eine Sache, die habe ich gelernt. Ja. Alles offen ansprechen, immer. Und Es das, hilft anderen Menschen, das auch zu verstehen, ja. wenn man offen damit umgeht. Und das hat sich jetzt auch in deinem Leben bewährt. Auf jeden Fall. Wunderbar. Okay, ich werde wieder deine Kontaktmöglichkeiten auch in die Shownotes schreiben. Und wenn da jemand noch eine Frage hat, kann er sich gerne an Daniel wenden. Alles klar. Okay, danke Daniel. Mach's gut. Gerne, gerne, war schön.
Ja, ciao. Fand ich auch. Danke. Ciao. Ich bin Daniel sehr dankbar, dass er uns so offen und ehrlich von dieser schwierigen Zeit in seinem Leben erzählt hat und damit auch Mut gemacht hat, wie er den Weg da herausgefunden hat und was es alles für wunderbare Möglichkeiten und Methoden gibt, um auf diese Krankheiten zu reagieren. Und er hat die Chance dieser Krankheit für sich voll genutzt. Er hat verstanden, dass er selbst mit seinen Verhaltensweisen viel von diesem Leid, was er erlebt hat, provoziert hat und hat daraus gelernt und hat daraufhin sein Verhalten geändert. Und das finde ich so ein wunderschönes Beispiel. Und mich interessiert jetzt, wie ist es dir ergangen bei diesem Interview? Was hast du da für dich mitgenommen? Hast du vielleicht auch noch andere Tipps und Hinweise für uns? Dinge, Methoden, die dir geholfen haben? Das würde mich sehr interessieren. Und ich freue mich, wenn du uns davon berichtest, wenn du zum Beispiel bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube einen Kommentar hinterlässt und deine wertvollen Learnings für alle zur Verfügung stellst. Daniel hat auch in dem Interview berichtet, dass ihm Meditationen sehr geholfen haben. Und da kann ich dir auch, und dafür kann ich dir auch das wunderbare Buch von Ishtiak empfehlen, Die Magie der Klangschalen, denn deren Klänge, deren Töne wirken auf unser gesamtes Körper-, Geist- und Seelesystem und sind enorm hilfreich. Und das beschreibt Ishtiak in dem Buch ganz wunderbar und gibt hilfreiche Tipps, wie man das auch für sich selbst anwenden kann und welche Verbesserungen damit möglich sind. Und das Buch hat auch wirklich schon vielen Menschen geholfen. Du findest das auf unserer Webseite hochsensibel-aoya.com. Da findest du auch immer mal wieder neue Inspirationen zum Thema Hochsensibilität. Ich danke dir fürs Zuhören. Freue mich auch über deine Anregungen, deine Fragen, was du dir nochmal für eine Podcast-Folge wünschst. Auf welches Thema sollte ich hier in Bezug auf die Sensibilität für dich nochmal eingehen? Du kannst mir das auch auf allen Kanälen schreiben und wir beantworten deine Anfragen alle. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung von dir auf Facebook, auf YouTube, auf iTunes. Damit bekommt der Podcast eine größere Sichtbarkeit und noch mehr Menschen können davon profitieren und es hilft uns allen auch ein Verständnis für uns, für unsere feinsinnigen Anlagen in der Welt zu verbreiten. Ja, darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank. Ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag mit diesem Gefühl von Ja zu dir. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.